Ja, vielen Dank, lieber Henna. Markus Beisel ist ein Mann, ja, der die Bühnenluft zum Leben braucht. Vor und hinter den Kulissen hat er seine wahre Berufung gefunden. Und so richtig ist der Entertainer aus Mannheim in seinem Element, wenn er, Sie sehen schon, ne, in Pailletten, Fummel und High Heels schlüpft. Markus Beisel ist nämlich Travestiekünstler, ein Mann, der sein zweites Ich als selbstbewusste Powerfrau auf der Bühne voll und ganz auslebt. Und nicht nur das. Er ist Sänger und Schauspieler, Kostümmacher und Schneider, Regisseur und Produzent. Er ist Markus Beisel, ein Mann für viele Rollen und noch mehr Aufgaben. Markus Beisel ist ein ganzes Theater. Die Leute kommen, um unterhalten zu werden, und ich komme, um sie zu unterhalten. Aber irgendwie muss das Ganze ja noch einen Background haben. Und das ist, wo kommt das Kostüm her? Wo kommt der Federaufbau her? Wo kommt die Maske her? Die Antwort ist einfach. Jedes Kostüm für ihn und seine Mitstreiter kommt aus der eigenen Werkstatt. Alles selbst entworfen und handgenäht. Ich nähe übrigens auch, gerade für die Shows, nicht auf innere Schönheit, wie jetzt bei einem Blazer, den man im Einzelhandel kauft, sondern sie müssen halten und sie müssen Wirkung haben. Vor allen Dingen ganz viel Schlitz, gern auch bauchfrei und dekoltiert und auf ganz, ganz eng genäht, sodass ich kaum atmen kann. Hauptsache, ich habe eine gute Figur. Und so hängen Dutzende dieser formgebenden Kostüme in seiner Garderobe. Und natürlich die passenden Schuhe. Die Bühnenfrau Markus Beisel zeigt, was sie hat. Mein aktuelles Lieblingskostüm ist dieser Body hier. Der ist hier so diese kleinen Epauletten unten dran genäht. Es sieht auch komplett unspektakulär aus. Fakt ist aber, dass ich ja ohnehin schon 1,19 Meter lange Beine habe, der Body aber dann noch bis hier oben ausgeschnitten ist, ich dazu noch hochhackige Schuhe trage. Dann hinten habe ich relativ viel an Stoff gespart, was den Hintern angeht. Ausgeschnitten bis hier runter und ich habe einen künstlichen Push-Up, der alles hoch zum Hals drückt. Also es geht immer um viel Bein, viel Ausschnitt und viel Glitzer. Dann haben wir hier wohl das legendärste Kostüm dieses Hauses. Sieht nach nichts aus, ist es aber. Dieses Kostüm habe ich 6 Jahre lang getragen. Und da habe ich eine Klofrau gespielt. Und dieses Kostüm müsste ich eigentlich inzwischen wegschmeißen, denn das Stück ist abgesetzt. Aber es ist halt einfach legendär. Und weil Markus Beisel ein Meister des falschen Scheins ist, achtet er nicht nur bei Kleid und Schuh aufs Detail. Auch die falschen Haare müssen sitzen. Bei Schwarz ist es bei Kunst dann nicht so dramatisch, finde ich. Aber gerade bei Blondtönen sehen gekaufte Plastikperücken halt auch aus wie gekaufte Plastikperücken. Deswegen, bei Schwarz geht das, aber bei allem anderen knüpfen wir sie dann doch lieber selbst. Die hat hier so ein Tüllnetz und das näht man auch auf Kopfmaß. Das ist hier angezeichnet. Das kann ich relativ gut nähen, super. Und dann wird das festgespannt auf diesen Kopf und dann muss man sich Wabe für Wabe für Wabe vornehmen und mit wie einer Häkelnadel, einer Knüpfnadel, macht man dann Haar für Haar für Haar. Und das alles ist nur die Arbeit hinter den Kulissen, sozusagen Heimarbeit. Im Theater selbst ist noch viel mehr zu tun. Zum Beispiel Proben für neue Stücke. Das beginnt am Klavier und geht weiter auf der Bühne. Markus Beisel komponiert, textet, kümmert sich um das Bühnenbild und führt natürlich auch Regie. Er hat Ansprüche und die sollen auch erfüllt werden. Also das ist dann, das hat mit der Freundschaft dann schon nicht mehr viel zu tun, sondern das ist dann Job. Also es ist wirklich, er ist auch streng und es sind seine Stücke, es ist sein Werk und die möchte er auch adäquat umgesetzt haben. Das heißt, ich stehe schon morgens um 6.30 Uhr auf und so wie heute, ich komme nicht vor 12 ins Bett. Wenn er was macht und sich daran festbeißt, dann will er das 1000-prozentig haben. Und das macht die Arbeit mit ihm auch so angenehm, weil er schludert nichts hin. Er kommt nicht mit vagen Ideen oder sowas, sondern wenn er was machen will, dann hat es immer Hand und Fuß. Aber obwohl er so gerne alle Fäden in der Hand hält, der Allround-Mann weiß, dass er eben doch einen Teil der Arbeit abgeben muss. Zum Beispiel alles, was mit Gästen und Buchungen und mit Zahlen zu tun hat. Ich bin das Herz, ich mache die ganzen künstlerischen Sachen. Und wir haben aber auch noch ein Hirn. Und das Hirn sitzt draußen. Ich selber bin derjenige, der das Ganze ein bisschen mit Zahlen hinterlegt und ein bisschen guckt, dass wir auch nicht, sagen wir mal, hier
gegen die Wand fahren. Ja, also ich bin auch derjenige, der ab und zu mal bremst und sagt, können wir uns das leisten? 18 Stunden Theater am Tag, 7 Tage die Woche. Da drängt sich die Frage auf, gibt es ein Leben jenseits dieser Räume? Ja, sagt Markus Beisel, und zwar eines, das ganz anders ist. Ein richtig normales Leben. Mein Partner ist das krasse Gegenteil. Handwerker, bodenständig und Mannheimer. Also eine Rezension zu einer Premiere im Auto hat ungefähr diesen Wortlaut. Haus war super, mehr kommt da nicht. Ist aber auch gut so. Und dann ist es auch schon Abend. Zeit, aus dem Mann eine Frau zu machen. Eine Verwandlung, die Markus Beisel genießt, die aber auch richtig viel Arbeit bedeutet. Die Maske ist für mich zum einen Meditation. Und das, daraus ist dann auch die Antwort auf die zweite Frage. Ich werde dadurch zur Rolle, die ich heute Abend spiele. Also es ist jetzt nicht wirklich so, dass ich mich vom Mann zur Frau verwandle und danach gerne Brüste hätte, sondern es ist notwendig. Notwendig, aber auch ein kleines Spiel mit Erwartungen, Vorstellungen und Vorurteilen. Ein Spiel, das er so nur auf der Bühne spielen kann. Ich bin auch erstaunt, dass ich es nach 2 Jahren immer noch nicht satt habe, hier morgens reinzukommen. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, ich bin jetzt 36. Ich glaube also nicht, dass das jetzt schon mein Lebenstraum sein darf. Denn ich finde es ziemlich dramatisch, mit 36 sich schon seinen Lebenstraum erfüllt zu haben. Ich hoffe, dass danach noch irgendwas kommt, was mich aus den Socken haut. Aber bis es ihn aus den Socken haut, steht er weiter auf der Bühne seines Theaters. Als Mann, als Frau, als Entertainer aus ganzem Herzen.